Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, herzlich willkommen zur Spielplanpräsentation 2021-22 der neuen Oper Wien. Ich befinde mich heute an einem Ort, der für die letzten Monate sehr bezeichnend ist, nämlich in einem Theater eines Wiener Kaffeehauses. Theaterbetriebe und Gastronomie, beides Branchen, die in den letzten Monaten aufgrund des Lockdowns sehr stark gelitten haben. Und deshalb haben wir uns entschieden, die diesjährige Spielplanpräsentation im Souterrain-Theater des berühmten Wiener Café Brückel aufzunehmen. Eingeleitet haben wir diese Pressekonferenz mit den Highlights der jüngsten Produktion Solaris von Dai Fujikura, welche Sie noch bis 24. Juli als Stream auf der Webseite neueoperwien.at zu einer Reise auf fremde Planeten einlädt. Wir sind zuversichtlich, dass Sie die drei Stücke, die wir Ihnen in dieser Saison präsentieren, wieder in traditioneller Weise live und hautnah erleben werden können. Drei Premieren wird es in dieser Saison bei der Neuen Oper Wien geben. Sie dürfen sich freuen auf Death in Venice von Benjamin Britten, Proserpina von Wolfgang Riem und auf Stallerhof vom österreichischen Komponisten Gerd Kühr. Die erste Premiere, Death in Venice von Benjamin Britten nach Thomas Manns Novelle Tod in Venedig, ist ein Stück um das unstillbare Verlangen bis hin zur Selbstaufgabe. Proserpina von Wolfgang Riem, das mythologische Monodrama nach Johann Wolfgang von Goethe um Einsamkeit und Isolation, könnte nicht besser in diese Zeit passen. Stallerhof von Gerd Kühr, die dritte Premiere dieser Saison, ist ein sozialkritisches Werk, in dem die Musik die Leerstellen füllt, die durch die Unfähigkeit zu kommunizieren entstehen. Bevor wir mit dem Intendanten der Neuen Oper Wien, Walter Gobera, die neue Saison besprechen, hören wir uns eine kleine Kostprobe aus Death in Venice an. Das war also ein Auszug aus der Oper Death in Venice, gesungen von Alexander Keimbacher am Klavier, Anna Souchon. Death in Venice, Oper von Benjamin Britten, mit der
die neue Oper Wien die neue Saison 21/22 eröffnen wird. Premiere ist am 7. Oktober 2021 in der Halle E im Museumsquartier in Wien. Ich befinde mich jetzt auf der Bühne im Souterrain Theater im Café Brückl zusammen mit dem Intendanten der neuen Oper Wien, Walter Kobera. Walter, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dir das präsentieren zu dürfen. Ein leeres Theater, ein Ort bezeichnend für das sehr schwere letzte Jahr für die Kultur weltweit. Jetzt heißt es wieder anfangen, wieder spielen auf der Bühne und die neue Oper Wien beginnt mit Death in Venice von Benjamin Britten. Jetzt ist es ja so, dass man nicht einzelne Stücke einfach wahllos aussucht, wenn man eine gesamte Saison plant, sondern man versucht irgendwie einen roten Faden zu finden. Wie ist es bei dir, Walter? Wie hast du diesen roten Faden gefunden? Natürlich hat man dramaturgische Ideen für eine Saison. Aber die werden manchmal von gesellschaftlichen und globalen Entwicklungen überholt und überrollt. Und bei dieser Pandemie, die wir haben oder gehabt haben, ist ein Beispiel dafür, wie so etwas an Aktualität gewinnt. Und da, was wir erlebt haben, die Lockdowns, die wir erlebt haben, die haben uns Auswüchse beschert, die wir nicht geahnt haben vorher. Fragen, die wir uns als einzelne Person und auch als Gesellschaft uns stellen müssen, werden eben in diesem Spielplan auch thematisiert. Es geht um die Isolation, die wir erdulden müssen, wie wir da reagiert haben darauf, welche Konsequenzen wir gezogen haben, ob wir überhaupt Konsequenzen gezogen haben oder die ziehen konnten, weil wir eingesperrt waren oder uns Eingesperrte gefühlt haben. Das werden in diesen drei Opern, die wir dieses Jahr unserem Publikum präsentieren wollen, thematisiert. Also das Lockdown, ob das jetzt psychologisch oder physisch ist, ist in allen drei Stücken als roter Faden sozusagen präsent. Genau. Lockdown und eingesperrt sein, nicht nur physisch, sondern auch psychologisch, das ist in allen den drei Stücken der Neuen Oper Wien präsent. Jetzt ist ja Death in Venice die siebte Britten-Oper, die du dirigierst in deiner Laufbahn mit der Neuen Oper Wien. Was ist das für dich für ein Gefühl? Ja, es ist bei dieser Oper inhaltlich schon fast back to the roots zur ersten Oper von Benjamin Britten, die ich dirigiert habe, nämlich Billy Budd. Und das ist die Ausgangsposition ähnlich. Der Captain Vere in Billy Budd, der kämpft auch mit Anspruch und Wirklichkeit, mit dieser Diskrepanz, mit der er nicht fertig wird. Er hat in der Geschichte den Billy Budd zum Tode verurteilt und am Krankenbett, am Sterbebett, wird ihm das Ganze bewusst und da wühlt es in ihm seelisch. Und ähnlich bei einem in Death in Venice, der Dichter Aschenbach, der mit seiner Sinnkrise auch nicht fertig wird, auch von außen vielleicht getriezt wird durch Internet, Mails oder wie auch immer und dann eine Flucht macht, eine Flucht nach Venedig, und wo er hofft, Erlösung zu finden und letztendlich er eigentlich vom Regen in die Traufe kommt und auch einer Pandemie zum Opfer fällt. Die Novelle von Thomas Mann mit dem Titel Tod in Venedig, übersetzt in der Britten Oper Death in Venice, haben wir bewusst auf Englisch ausgesprochen, denn diese Oper wird bei der Neuen Oper Wien auf Englisch gespielt. Wie kamst du auf diese Entscheidung? Ja. Wir spielen an und für sich liebend gern in der Originalsprache, weil es der Komponist auf eine Sprache hin seine Gesangslinie schreibt. Und das ist uns eigentlich sehr, sehr, sehr wichtig. Mittlerweile gibt es Übertitel oder Untertitel, wo das Publikum problemlos dem Inhalt folgen kann. Und in diesem speziellen Fall noch habe ich das Glück, einen ganz tollen Sänger für den Aschenbach gefunden zu haben mit Alexander Kleinbacher, der 2016 diese Rolle in Bielefeld gesungen hat. Und für die Darstellung und den Gesang des Aschenbacher hat er damals den Kritikerpreis bekommen. Diese Produktion werde ich mit dem Domkünstlerorchester Niederösterreich als Orchester dirigieren und aufführen.
was mich auch sehr freut, das ist auch ein Element Back to the Roots, weil ich meine Musikerkarriere dort in diesem Orchester als Geiger begonnen habe. Death in Venice von Benjamin Britten, die erste Premiere der neuen Oper Wien, am 7. Oktober 2021, Halle E, Museumsquartier, Wien. Die zweite Premiere der Saison 21-22 der neuen Oper Wien wird Proserpina von Wolfgang Riem sein. Premiere am 29. Oktober 2021 im Theater Akzent. Regie führt die junge Regisseurin Anna Bernreitner, die wir besucht haben. Das Spannende bei dem Stück ist ja, dass wir als Regie-Team ja schon vor über einem Jahr uns damit beschäftigt haben und es da auch schon ein super spannendes Stück für uns war. Und jetzt, wo wir es ja viel später aufführen dürfen, nach einem ganz turbulenten Jahr für uns alle, hat das Stück ja wieder ganz andere Aspekte, die uns unglaublich abholen in dem Zustand, in dem wir jetzt gerade sind. Und das macht es echt super spannend, weil es ist wirklich, das Stück hat so viele Aspekte, die wir, ich glaube, jetzt halt alle besonders gut kennen. Dass das Konzept, das wir uns damals ausgedacht haben, auch jetzt immer noch so gut passt, ist ein bisschen gruselig eigentlich, weil es schon damit gespielt hat, womit wir jetzt auch immer wieder sehr viel konfrontiert werden, eben, dass man ganz alleine ist und gefangen ist in einer Zwischenwelt, wo man nicht weiß, kommt man zurück in die Welt, die man kennt, oder geht die Reise ganz woanders hin. Das ist alles in dem Stück eh schon drinnen. Und jetzt ist es halt nach diesem Jahr, das wir alle erlebt haben, noch spannender. Also ich kannte das Stück vorher gar nicht. Ich weiß auch, dass wir sehr lange gesucht haben nach dem Konzept. Also ich und mein Team, mein Ausstattungsteam, wir haben uns da wirklich sehr oft getroffen und überlegt und verschiedene Ideen herumgewälzt, was da gut sein könnte. Und dann an einem Abend habe ich mir gedacht, okay, ich horch das jetzt in Dauerschleife, bis ich weiß, wie ich das inszenieren möchte. Und das hat dann irgendwie bis 2 oder 3 in der Nacht gedauert. Und dann habe ich ein E-Mail geschrieben an meine Bühnenbildner und habe geschrieben, ich weiß jetzt, wie es geht, und habe ihnen diese Idee vorgeschlagen. War mir aber nicht sicher, ob die wirklich durchführbar ist. Ich versuche ja immer irgendwie die Grenzen zu sprengen, wie man was aufführt. Und manchmal kommt dann die Realität und sagt, das geht aber nicht so. Jetzt bin ich sehr glücklich, dass diese erste Idee, von der ich so überzeugt war, aber jetzt irgendwie alle überzeugt hat und wir glauben, dass das auch funktionieren wird. Was ich finde, ist, dass man, egal welche Stücke man aus welchem Jahrhundert, ob jetzt zeitgenössisch oder klassisch, anschaut, es gibt in jedem Stück Aspekte oder Geschichten, die was mit uns zu tun haben. Ich finde das immer so schade, wenn so viele Leute sagen, sie fangen mit Opern nichts an, das hat nichts mit uns zu tun, das hat nichts mit unserem Leben zu tun. Das stimmt, glaube ich, auf den ersten Blick kann das ja auch sehr abschreckend sein oder man das halt auch glaubt, man versteht das nicht. Aber es ist so faszinierend zu sehen, dass jedes Stück irgendwie ein Geschenk für uns bereithält, das einem in der jetzigen Situation oder in seinem Leben halt hilft. Und auch wenn man verschiedene Stücke in verschiedenen Phasen seines eigenen Lebens betrachtet oder als Zuschauerin oder als Zuschauer sieht oder auch selbst inszeniert, dass da immer wieder andere Linien hervortreten, die einem vorher nicht bewusst waren und die einem jetzt wieder was Neues geben und die einem helfen, mit seinen eigenen Konflikten auch fertig zu werden, mit seiner eigenen Persönlichkeit oder seinen eigenen Problemen. Ich glaube, das ist wichtig für das Genre, dass die Menschen merken, dass da ganz viele Schätze begraben liegen, die für sie vor hunderten Jahren oder vor 10 Jahren aufbereitet worden sind und sie müssen es sich einfach nur nehmen und haben etwas davon für ihr jetziges Dasein. Anna Bernreitner wird Proserpina von Wolfgang Riem für die Neue Oper Wien inszenieren. Es handelt sich hierbei um eine österreichische Erstaufführung. Walter, jetzt ist es so, dass auch in dieser Oper der rote Faden sehr stark vorhanden ist, das Eingesperrtsein. Wie bist du auf die Oper Proserpina gekommen? Ich hatte die Ehre, 2016 an der Römischen Oper für das Fast Forward Festival dieses Werk kennenzulernen. Und ich habe mich in dieses Werk verliebt, aus 2 Gründen. Einerseits ist faszinierend, wie Wolfgang Riem mit dem goethischen Text umgeht und andererseits, wie Wolfgang Riem die Singstimme, die Solo-Singstimme und den Chor behandelt. Der Chor ist integriert in den Orchesterklang zu Beginn schon. Das ist ein Raunen, ein Grollen etc. Und mit zunehmender Dauer des Werkes übernimmt er auch Textpassagen der Parzen. Und das hat mich damals schon sehr, sehr fasziniert. Ich freue mich, dass ich mit Rebecca Nelson eine Sängerin gewinnen konnte, die mich schon jahrelang begleitet und ich sie begleiten durfte.
Und diese Herausforderung dieser sehr, sehr schwierigen Rolle sicherlich gewachsen ist. Proserpina von Wolfgang Rehm, die zweite Premiere in der Saison 21/22 der Neuen Oper Wien. Premiere am 29. Oktober 2021 im Theater Akzent. Von einer österreichischen Erstaufführung zu einem österreichischen Komponisten. Gerd Kühr ist der Komponist der dritten Oper, die von der Neuen Oper Wien in der Saison 21/22 gespielt wird, Stallerhof. Nach dem gleichnamigen Theaterstück von Franz Xaver Krötz, das in Wien bereits im Akademietheater aufgeführt wurde. Mich interessiert der Komponist Gerd Kühr schon jahrelang. Das Stück ist ja ziemlich heftig, es ist ein ziemlich gewaltsames Stück und du hast dich aber für eine sehr junge Regisseurin entschieden. Bei der Wahl einer jungen Regisseurin, Shira Sabati, war mir wichtig, dass ich jemanden habe, der ohne Rücksicht auf Vorbilder sich diesem Stoff nähert. Und auch der mit dieser Generation, die durch Franz Xaver Krötz repräsentiert wird, eigentlich keine Berührungen hat und sich unverbraucht diesem Stoff, wo es um Tabubrüche geht und auch um Innen- und nach Außenwirkungen geht, sich nähern kann. Wir haben Gerd Kühr persönlich in einem Zoom-Call getroffen und er hat sich zu seiner Komposition folgendermaßen geäußert. Stallerhof ist ja meine erste Oper und ich bin dazu gekommen über eine Einladung von Hans-Werner Henze. Er hat ja in den 80er Jahren die Münchner Biennale für zeitgenössisches Musiktheater gegründet und anlässlich der ersten Biennale hat er mich eben im Vorfeld gefragt, ob ich nicht gerne eine Oper schreiben würde dafür. Er wusste von meiner Begeisterung für das Musiktheater. Dann habe ich natürlich gerne Ja gesagt, weil das schon längst in meinem Kopf war, endlich ein Musiktheaterprojekt realisieren zu können. Bei Stallerhof war es insofern eine besondere Sache, dass ich mir ja immer in den Kopf gesetzt hatte, tatsächlich von jungen Jahren an, Musiktheater möchte ich mit Partnern machen. Also in dem Fall auch mit jemandem, der das Textbuch schreibt, mit dem ich sprechen kann, sprich mit einer lebenden Person. Ich möchte nicht etwas zusammenstellen für mich, weil mir persönlich fehlt da eine Instanz, die mich herausfordert. Und da gibt es Höhen und Tiefen. Und wenn man nicht diese Ansprechpartner hat, dann läuft man meines Erachtens zu sehr Gefahr, so rein in der eigenen Vorstellung zu versinken. Für mich war das der entscheidende Punkt. Und das habe ich auch Henze damals sofort gesagt. Also ich habe mich damals sehr mit Realismus auf dem Theater beschäftigt. Vor allem auch eben Musiktheater und Realismus. Und dann habe ich ihm einfach ein paar Namen genannt, was mich interessieren würde. Also unter anderem ist dann natürlich auch der Name Krötz gefallen. Und dann sagt er mir, Krötz, da kann ich dir den Kontakt herstellen. Ich habe ihn angeschrieben. Er hat zunächst das gar nicht so sehr auf sich bezogen. Dann habe ich ihm aber gesagt, ja, aber was sagt denn er? Was würde er empfehlen von seinen Stücken? Was fällt ihm spontan ein? Und da hat er tatsächlich als allererstes Stallerhof genannt, was mich überrascht hat. Weil im Grunde ist das, was jetzt Stallerhof als Schauspiel ausmacht und Stallerhof als Oper ausmacht, zumindest auf den ersten Blick mal sehr, sehr verschieden. Und ich hätte angenommen, das kann dem Krötz doch nicht recht sein, weil er wissen muss, aufgrund der Konstruktion, der Konzeption von Stallerhof, wird das Stück ein sehr anderes werden. Denn Stallerhof basiert darauf, dass es wenig Text gibt, dass die Pause und manchmal die extrem lange Pause in den Dialogen ihre Funktion ganz anders erfüllen wird als eben mit Musik. Er wollte wissen, ob ich das Stück, sagen wir so, lesen kann. Das war ihm ganz, ganz wichtig. Und als das funktioniert hat und wir zusammengekommen sind, dann hatte ich praktisch freie Hand. Und es ging sogar so weit, dass ich ihn dann auch gefragt habe und er kein Problem damit hatte für gewisse Änderungen. Er hat ein paar Zusätze gemacht, wo ich was gebraucht habe. Und vor allem er hat die Akte mit Zwischentexten verbunden. Und da hat er ganz wunderbar etwas aus dem Buch Mose ausgesucht, das wunderbar passt und eine völlig andere Ebene einbringt, dadurch, dass in dem Stück Stallerhof die Religion und die Kirche so eine große Rolle spielen, war mir das sehr recht, das so verwenden zu können. Stallerhof von Gerd Kühr, die dritte Premiere der Neuen Oper Wien, wird im Atelierhaus der Akademie der Bildenden Künste aufgeführt. In Wien besser bekannt auch als das Semperdepot. Premiere ist am 17. Februar 2022.
Walter, das letzte Jahr hat die Kulturbranche sehr stark getroffen. Wie war es für dich persönlich und für die Neue Oper Wien? Der öffentliche Diskurs über die Relevanz von Kunst und Kultur hat Gott sei Dank mittlerweile Fahrt aufgenommen. Kunst und Kultur wird mittlerweile als wichtiger Bestandteil für unser menschliches Dasein definiert. Quasi als geistige Nahrung. Und die zeitgenössische Oper sorgt für eine ausgewogene Ernährung. Wir haben die heutige Spielplanpräsentation der Neuen Oper Wien mit einem kurzen Ausschnitt aus der Oper Solaris von Dai Fujikura begonnen. Auch an dieser Stelle ein Hinweis, diese Oper ist als Stream verfügbar bis 24. Juli 2021 auf der Homepage der Neuen Oper Wien, neuoperwien.at. Drei hochinteressante und spannende Premieren erwarten uns und Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, in dieser Saison der Neuen Oper Wien. Wir hoffen, dass Sie zahlreich erscheinen werden. Walter, mich persönlich würde interessieren, was ist für dich die Neue Oper Wien? Die Neue Oper Wien bezeichne ich für mich als künstlerische Begegnungszone. Eine Begegnungszone mit Künstlern auf der einen Seite und mit unserem tollen Publikum auf der anderen Seite. Und dieser Austausch, der jetzt rückblickend in der Pandemie nicht so funktioniert hat, ist für mich ganz wesentlicher Lebensinhalt geworden.